Wasser hat keine Balken. Nur bei geborenen Wasserläufern sieht es so aus, als bewegten sie sich auf einem glatten Parkett, solange man ihnen keine Fallen stellt. Ruhig, Nero! Dieser Großwildjäger heißt Peter. Und das ist sein Jagdhund. Komm, Nero, nach Hause! Zu Hause wird Peter schon erwartet. Ich möchte bloß wissen, wo mein Junge wieder steckt, Frau Pfeiffer. Na, da kommt er ja. Mutti! Wie seht ihr denn beide aus? Der Hund kommt mir aber nicht ins Haus. Komm, gib Platz. Da, halt mal. Was soll ich denn mit diesem Tier? Das brauche ich für einen Physikunterricht. Physik mit Wasserläufern? Ja, Sie haben ganz recht gehört. Physik spielt überall im Leben mit. Sogar in der Küche. Das Leitungswasser zum Beispiel. Es kommt schlicht und einfach aus dem Hahn. Und kein Mensch macht sich Gedanken darüber. Aber wissen Sie, warum diese Nadel auf dem Wasser schwimmt? Wenn es so aussieht. Das liegt ganz einfach an der Oberflächenspannung des Wassers. Die Spannung ist so groß, dass die Nadel nicht untergehen kann. Das ist auch der Grund, warum unser Wasserläufer so über das Wasser laufen kann, als ob es tatsächlich Balken hätte. Und deshalb ist er jetzt von Peter zum Lehrmittel befördert worden. Das ist aber nicht nur im Wasserglas so. Die Oberflächenspannung gibt es überall. Sogar bei einem ganz gewöhnlichen Wassertropfen. Durch die Oberflächenspannung kommt die Tropfenform überhaupt erst zustande. Erstaunlich, wie fest dieses flüssige Gebilde seine Form behält. Mutti, schau mal. Ja? Die Nadel schwimmt immer noch. Ja, aber nicht mehr lange. Warum denn nicht? Weil man die Spannung vermindern kann. Sehen Sie, jetzt ist die Nadel auf Grund gegangen und der Grund dafür ist Priel. Nun übernimmt die Mutter den Physikunterricht und macht gleich noch einen Versuch. Sie bestreut die Wasseroberfläche gleichmäßig mit Pfeffer und ruhig bleibt er auf der Oberfläche liegen. Nun gibt die Mutter einige Körnchen dazu und sofort nimmt der Pfefferreis aus. Sehen Sie, genauso wird auch der Schmutz in alle Winde verjagt. Na, ist das nicht ein gepfeffertes Beispiel? Wie entspannt das Wasser? In der Praxis sieht das so aus. Links fließt entspanntes Wasser und rechts normales. Ha, das ist aber ein Unterschied. Das entspannte Wasser schmiegt sich der ganzen Fläche an. Es kriecht förmlich unter den Schmutz und spült ihn auf diese Weise mühelos herunter. Sehen Sie, das linke Wasser ist eine fleißige Arbeiterin. Das rechte ist nur ein müßiger Spring ins Feld. Prima, Mutti. Lass uns noch einen Versuch machen. Versuch du mal, dich zu kämmen. Ich muss jetzt erst spülen. Speisereste, die fest am Kochtopf haften, werden mit kaltem Wasser aufgeweicht. Reste, die nur lose aufliegen, schwemmt man unter fließendem Wasser ab. Und das ist die Spülregel. Alles der richtigen Reihe nach aufbauen. Nun kommt die Hauptsache, das Spülwasser. Und darauf hat Peter gewartet. Für seinen Versuch braucht er nämlich ein bisschen von dieser Lösung. Was denn nun noch? Nur eine Kleinigkeit. Moment mal, wo ist denn das Ölfläschchen? Vorhin hat er es doch da reingetan. Ach, da. Öl ist leichter als Wasser. Darum kann man ja auch so schön die Fettaugen zählen, die auf manchen Suppen schwimmen. Aber dieses Öl hat das Schwimmen anscheinend verlernt. Auch das liegt wieder nur an der Spannung des Wassers, die das Öl zurückhält. Gewöhnliche Spüllösung aber reicht aus, um die Wasserspannung so stark herabzusetzen, dass das Öl ungehindert nach oben fließen und das Wasser eindringen kann.
Was sich da heruntersenkt, sind nichts als Wassertropfen. Tatsächlich, Mutti. Es stimmt. Ja. Und nun rühr einmal um. Ein leichter Sturm im Wasserglas, wie er beim Spülen ja dauernd auftritt, verteilt das Fett so fein, dass es praktisch unsichtbar wird und auch keinen Rand mehr hinterlässt. Naturforscher Peter ist sehr befriedigt. So, jetzt kannst du ja wohl endlich ins Bad. Gleich, ich gehe nur noch schnell zu Frau Feldmann. Ja, dann wasch dir aber die Hände wenigstens. Ja, ja. Das ist sie, eine sympathische Dame, nicht wahr? Weniger sympathisch sind ihre Spülmethoden. Die stammen noch aus der guten, alten Zeit. Ja? Ach, Peter, du kommst mir gerade recht. Bei Mutti brauchen bloß die Gläser zu polieren. Ja, ja, Gläser kommen auch noch, mein Junge. Aber Frau Pfeiffer, jetzt erst und in dem schmutzigen Wasser? Bei Peters Mutter ist die Reihenfolge richtig. Gläser spült man zuerst. Aber Vorsicht, sonst gibt's Scherben. Also nicht zu heißes Wasser, ein weiches Arbeitsgerät, zum Beispiel ein Schaumgummischwämmchen und dann noch was. Nie mehr als ein Glas auf einmal ins Wasser. Sonst macht's Peng und sie sind kaputt. Man sieht sie ja kaum. So, die Gläser sind fertig. Das übrige Geschirr verträgt höhere Temperaturen. Und Porzellanteller kann man auch zu mehreren ins Wasser stellen. Hier sehen Sie den richtigen Arbeitsgang. Man arbeitet normalerweise von rechts nach links. Die linke Hand unterstützt die Arbeit und reicht die Gegenstände weiter. Dadurch gibt es keinen Übergang. Sehen Sie mal, wie viel praktischer und hygienischer ist eine Stielbürste als Frau Pfeiffers altmodisches Spültuch. Na, endlich kommt ein mitleidiger Freund. Ja, wo ist er denn? Jetzt wird Peter vom freiwilligen Hilfsdienst erlöst. Nun ist er bestimmt sauber. Und wie sieht's hier aus? Bestimmt viel sauberer. Man muss das Glas mit einem Tuch halten, dann gibt's keine Fingerabdrücke. Das Porzellan macht der Hausfrau wenig Mühe. Das trocknet von selber. Durch die Entspannung trocknet das Wasser so schnell und hinterlässt auch keine Ränder. Auch an der Wand des Spülbeckens nicht. Sogar das Nachspülwasser ist noch ziemlich sauber. Das kann man jetzt zum Reinigen der Arbeitstische verwenden. Nun ist die Küchenarbeit fertig und man kann sich wieder dem Nachwuchs widmen. Ihr seid ja immer noch nicht im Bad. Nur mal fix. Nur mal fix. Hast gehört? Ist er rein gekommen? Nero weiß, was ihm bevorsteht. Ach, ist das ein Hundeleben. Die Mutter nimmt sich inzwischen die Fenster vor. Natürlich soll sich jede Hausfrau eine so schwere Arbeit so leicht wie möglich machen. Aber prüfen Sie bitte vorher, ob die Leiter richtig steht und ob Ihre Arbeitsgeräte bequem erreichbar sind. Man putzt Fenster von oben nach unten. Erst die Innen, dann die Außenteile. Denn an den Außenteilen sitzt ja der meiste Schmutz. Frau Pfeiffer macht es leider falsch. Sie fängt betrüglicherweise außen an und daher trübt sich das Wasser sofort. Die Rahmen sind sauber. Für die Scheiben nimmt Peters Mutter frisches Wasser. Ohne überflüssige Bewegung und unnötige Kraftvergeudung putzt sie, ganz im Gegensatz zu Frau Pfeiffer,
die in einem erbarmungslosen Kampf mit ihren Fenstern liegt. Sie schenkt sich nichts. Wissen Sie übrigens, dass die meisten Unglücksfälle nicht auf der Straße passieren, sondern im Haushalt? So sagt die Statistik. Ja, die Hausfrau steht auf gefährlichem Posten. Jedenfalls, wenn sie so steht wie hier. Peters Mutter ist fertig. Frau Pfeiffer bleibt immer ein Stückchen zurück. Mit ihrer Zeit und mit ihren Arbeitsmethoden. Na, wir zwei, seid ihr auch fertig? Falls ihn jemand nicht wiedererkennen sollte, dieser reinliche Knabe ist Peter. Genauso blitzblank wie alles in dieser Wohnung. Komm, Nero. Wir gehen. Das Bad ist schnell sauber. Für Peters Mutter ist der Arbeitstag vorbei. Nur die arme Frau Pfeiffer findet und findet kein Ende.